Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von This War of Mine. Und ja, ihr habt es vielleicht gesehen, in der letzten Folge hat sich ein unfassbares Drama abgespielt und wir haben tatsächlich einen unserer Freunde jämmerlich verrecken sehen müssen. Jakob, es tut mir leid um dich. Du bist aber leider verstorben. Es war einfach mein Fehler. Aber was nützt dir das jetzt noch? Ich hoffe, wenn du da oben im Himmel bist, wirst du mir verzeihen. Mir fehlen noch 6 Parts für die Tür, also 6 Components. Ich könnte aber auch die Gitarre bauen, aber würde dann wieder so viel dabei verlieren. Das mache ich also nicht, sondern ich werde jetzt geduldig sein und mir in der nächsten Nacht Components holen. Oder jetzt schon. Mal gucken, was Franco so zu bieten hat. Vor allem denke ich, brauche ich auch Wasser wieder. Sonst muss ich ja wieder mit Components einen Filter kaufen. Ist einfach ein Teufelskreis. Also wir haben hier genug Components. Super. Wir haben aber auch 4 Wasser. Auch toll. Weapon Parts. Dem sage ich auch nicht nein zu. Nehmen nochmal das hier mit. Ja, was können wir ihnen dafür bieten? So viel Tolles habe ich gar nicht. Die Tobakopflanze brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. You gotta be kidding me. Also ist nicht ganz so zufrieden, ne? Schade. Dann verzichten wir erstmal auf ein paar Parts. Aber die scheinen ihm nicht so zu interessieren. Ich könnte ihm natürlich eine Pistole anbieten. Das ist... Hallo? Was hat der denn für Probleme? Gut, das akzeptiert er. Die Pistole will ich eigentlich gern behalten. Ja komm, dann reduzieren wir halt das Ganze. Die brauche ich nicht. Come on, ist das dein Ernst? Oh man. Mach mal Essen. Kriegen wir dafür vielleicht nochmal ein paar mehr Components? Ja, immerhin. Machen wir es so. So, dann geht der völlig erschöpfte Alex jetzt erstmal runter und wird die Tür bauen, während der Franco da rumsteht. Ist doch auch was ganz Nettes. So. Gib mir ein bisschen Gas hier. Die beiden sind im Land der Träume. Wahrscheinlich auch vollkommen verstört noch. Mann, Franco, du siehst doch, dass ich hier arbeite. Kannst du mir vielleicht helfen? Es ist, es fühlt sich auch so leer hier rechts unten an. So ohne Jakob. Er war auch unser Psychologe. Jetzt haben wir noch einen drogenabhängigen Pharmazeuten. Was war Alex nochmal? Schon wieder vergessen. Ach ja, Fotograf. Er hat eine Fotosession gemacht mit einem jungen Model. Mhm, alles klar. Ja, blöd gelaufen. Und wir haben halt Jan, den Computerspezialisten. Nerdiger geht's ja kaum noch. Ja, komm, Philipp, dann schicken wir dich mal kurz zum Kochen. Gemüse bräuchte ich auch mal wieder. Ich kann zumindest 2 Mahlzeiten herstellen. Jan, du gehst mal kurz runter und schaust nach, was Sache ist. Vielleicht können wir ja doch nochmal bei Franco was raushandeln. Vielleicht kriege ich ja die Gitarre oder so zusammen. Ja, ich weiß, dass du lange nicht gegessen hast. Jetzt stell dich mal nicht so an. Oh geil, ich kann echt die Gitarre bauen. Ja, top. Wo stellen wir die denn hin? Ich werde noch einen Sessel mir holen und ich glaube, hier rechts unten ist so die Ruhekammer. Da kommt da der Sessel und die Gitarre hin. Ist auch wunderbar. Ja, Philipp muss eigentlich noch nichts essen. Dann schicken wir Frank wieder weg. Danke fürs Vorbeikommen. Schön, dass du dich hier mit den ganzen Holzplanken hertraust und nicht von den Snipern erwischt wirst. Du gehst was essen. Philipp setzt sich auf den Stuhl. Und dann darf Alex auch endlich in die Haier. Der hat ja auch die Nacht beim Nachbarn verbracht und hat sich das, denke ich, auch jetzt redlichst verdient. So, Jan, ab nach oben mit dir, auch nochmal was zu essen holen. Es wäre schön, wenn Jan mal nicht mehr so lang traurig wäre. Ich glaube, er soll gleich mal eine Runde Gitarre spielen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass die Gitarre... Wobei, die ist jetzt direkt unterm Schlafzimmer. Ui, hoffentlich führt das nicht zu sozialen Spannungen. Vielleicht hätte ich die Gitarre ins Baumhaus bauen sollen. Das wäre dann mein Proberaum. Sessel und Gitarre. Im Baumhaus. Ein ganz klassischer Proberaum. Scheiße.
Ja, es klingt ja wunderbar, was meine Ohren dazu hören bekommen. Ganz im Ernst, Jan, geh schlafen. Mal gucken, ob Philipp als alter Rockstar besser an der Gitarre arbeiten kann. Würde mich auf jeden Fall für ihn freuen. Ja, wenn du nicht müde bist, dann setze ich in den Stuhl und lies was, aber nervt mich nicht. Mann, 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 ey. Oh Gott, das ist ja ein absoluter Albtraum. Hier kann ja keiner irgendwas. Vielleicht kann ich mal wieder ein bisschen Alkohol herstellen, aber irgendwie bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich habe eh keinen Zucker, also kann ich ja vergessen. So, was hören wir da? Oh, hier steht, dass es in den nächsten Tagen kalt werden könnte. Das heißt, wir bewegen uns wahrscheinlich Richtung Winter zu. Wir erinnern uns, ich habe es ja vor dem Spiel auch einstellen können, wann der Winter sich nähert. Und wir haben ja eingestellt, dass er so in der Mitte der Zeit kommen soll. Das heißt, wir nähern uns jetzt ja auch der Halbzeit. In 2 Tagen ist Halbzeit und dann könntest du langsam der Winter einbrechen. Tja. Ich denke mal, wir können den Tag jetzt aber auch erstmal beenden. Ich fühle mich in meinem Haus doch mittlerweile ganz sicher. Wenn wir mal hier kurz reingucken, sehen wir auch, dass unser Obdach schon wie ein Zuhause anfühlt, fast wie ein Zuhause anfühlt und uns Erleichterung verschafft. Insofern, ja, denke ich, ist unser nächstes Ziel der große Sessel. Ich gucke nochmal kurz nach, was ich für den Sessel brauche. Holz und Components, ja, das könnte ich mir wahrscheinlich sogar im Krankenhaus holen. Wir schauen mal, ne? Jetzt geht's erstmal in die Nacht hinein. Ich denke, Jan muss nach seiner nächtlichen Aktion, in der er Jakobs Leiche nochmal sehen musste, erstmal ins Bett schicken. Alex darf mal wieder auf Jagd gehen und Philipp hält Wache. Und ja, wo gehen wir hin? Warehouse ist Danger angesagt, da gehe ich bestimmt nicht hin. Ich habe erstmal genug vom Danger. Wir könnten uns die Garage doch mal angucken. Ich meine, Caution Advice, ja, man könnte handeln. Es gibt viele Parts. Huge amount of materials, das klingt doch genau nach dem Ort, den ich besuchen muss. Ein Messer nehmen wir nicht mit, nein. Vielleicht können wir handeln und wenn ich ein Messer brauche, dann laufe ich weg, so wie in der Kirche. Nein, dann, ich werde schon aufpassen. Alex fragt sich, ob die Besitzer wohl immer noch in der Nähe sind. Tja, das werden wir wohl in naher Zukunft feststellen. Super, sofort Components und Holz gefunden, das läuft ja wie am Schnürchen. No more hiding, we meet in heaven. Ich finde, das ist, wenn man sich anguckt, was da geschrieben stehen soll, und hier sind jetzt so 4 Zeilen mit unglaublich 4 Wörtern. Welche Sprache ist das? Oh geil, super. Das ist ja wieder ein Jackpot sondergleichen. Wir nehmen wieder Holz mit, wir nehmen auch Components natürlich mit. Fertilizer nehme ich erstmal mit. Wir nennen uns, den kann ich ja super einsetzen für die Mausefalle. Dann lassen wir erstmal einen Slot frei und gucken weiter. Gott, waren das Schüsse oder war das ein Gewitter? Ah, es gewittert, alles klar. Ah, hey you, I need meds for my father, got some? Ne, habe ich nicht. Aber, Matej heißt der Junge. Ich glaube, ich komme nochmal wieder und werde ihm dann die Mets vorbeibringen. Ist vielleicht auch ganz cool, dann kann ich mir irgendwie nochmal eine Säge oder sowas dafür holen. Ja, machen wir nächstes Mal. Ja, jetzt kann ich ihn hier natürlich ausrauben. Ich gehe erstmal hier rein, mach die Tür zu. Ah, er kommt mit, schade. Das wäre echt cool gewesen. Liegt der Vater wohl hier im Sterben oder was? Oh ja, anscheinend. Da unten ist ein Kühlschrank. Hier ist der hintere Teil der Garage. Ja, ne? Ich meine, ich bin ja schon relativ vollgestopft. Ich hole mir jetzt noch den restlichen Kram von da oben. Und ich glaube, dann werde ich in der nächsten Runde hierher kommen und dem Typen ein paar Medikamente mitbringen. Ich glaube, das ist nur fair. So, nochmal hier rüber jumpen. Sehr schön, Alex. Du bist ein geborener Parkourläufer. Ich glaube, dann nehmen wir. Nee, dann nehme ich lieber nochmal Holz mit. Zack, und ab nach Hause. Ja, es war sehr ereignislos. Schon vor Mitternacht kommt Alex zurück. Ein vorbildlicher Schwiegersohn. Tag 19.
mal gucken, ob wir über Nacht angegriffen wurden. Ich hoffe mal das Beste. Ne, super. Sehr schön. Ja, dann darf Alex direkt schlafen legen. Ich glaube, wir brauchen auch mal wieder Wasser, ne? Kochtechnisch können wir zumindest eine Mahlzeit noch machen, dann geht uns das Wasser mal wieder aus. Ja, klasse. It's all getting too hard. Ja, Jan ist wieder kurz vor der Depression. Ich fasse es nicht. Aber wir können doch einen Sessel bauen, lieber Jan. Und den Sessel packen wir neben die Gitarre. Und dann haben wir unsere kleine Chillax-Zone fertig. Philipp gönnt sich erstmal was zu essen. Der ist nämlich very hungry. Und Jan baut in der Zwischenzeit jetzt mal diesen Sessel auf. So. Wir gucken mal, haben wir noch genug Components übrig? Ja, das heißt, wir können wieder Wasserfilter bauen. Also zumindest wieder einen Filter bauen. Und damit dann anfangen, uns zu bewässern. Uns zu bewässern, also Regenwasser zu filtern. Und damit dann wieder, ja, zumindest eine Kochsession retten können. So, ab dafür. Jan, setz den zweiten Sessel dahin. Ich meine, ich bin gerade echt in einer Luxussituation. Ich habe jetzt wirklich die Sachen alle gebaut, die ich bauen wollte. Langsam bewegen wir uns auch auf den Winter zu. Das heißt, ich sollte schon mal zusehen, dass ich genügend Brennholz habe. Wie, ich kann noch einen Sessel bauen? Ernsthaft? Ja, wie krass ist das denn? Baue ich zwei Sessel? Nee. Ein Bett könnte ich noch bauen. Aber auch das ist ein relatives Luxusproblem, also ein Luxusgegenstand. Vielleicht baue ich einfach noch einen Regenwassersammler. Oder ich baue mir also einen Garten. Ich will keinen Garten bauen. Ich glaube, das bringt mir echt nicht so viel. Ich könnte einen zweiten Heater bauen. Oder ich baue mir noch eine Falle, dann bin ich essenstechnisch auch safe. Wirklich super safe. Ich glaube, ich spare... Ne, ich baue jetzt erst nochmal ein Bett. Ja, dann haben wir drei Betten. Wobei, ey, ganz im Ernst. Es kommt so selten vor, dass drei Leute tired sind. Dann spare ich lieber auf einen weiteren, Nein, ich baue jetzt noch einen zweiten Sessel und dann spare ich noch auf einen weiteren Käfig und dann ist gut. Krass, dann haben wir zwei Sessel, haben wir eine richtige Chill-Out-Zone. Ist doch super cool. Das freut mich sehr. So, was haben wir jetzt noch hier übrig? Drei Components reicht jetzt auch nicht aus, um nochmal einen Wasserfilter zu bauen. Aber in der nächsten Nacht gehe ich ja nochmal zu Garage und bringe dem Typen Medikamente mit. Und werde dafür ein bisschen was handeln und dann, ja, gucke ich mal, vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen mehr Zwinker-Zwinker abholen, ohne dass der arme Besitzer es merkt. Ja, Philipp, setz dich mal hin. Allen geht es eigentlich ganz gut, sie sind alle müde irgendwie. Ach, Philipp ist tired. Dann soll er ja auch schlafen gehen. Dann muss Jan hier alleine weitersitzen. Spiel nochmal deinen traurigen Gitarrensong, während die beiden oben zu schlafen versuchen. Alex wacht direkt auf. Es tut mir leid, Alex. Setz dich doch einfach mal neben Jan in den Sessel und lausche diesen beschaulichen Tönen. Sorry, das war mein Handy. So, ich würde vorschlagen, wir lassen jetzt die Nacht beginnen. Das ist so eine absurde Situation. Jan versucht ja irgendwas zu klimpern. Alex sitzt im Sessel und sagt nur, wir brauchen Essen. Oh Mann. Ich glaube, Jakobs Tod nimmt uns alle noch etwas mit. Ja. Jan hält Wache, Philipp darf schlafen, Alex geht nochmal los. Und Alex nimmt sich, ich glaube echt Bandages mit. Und ein paar von denen hier. Und dann gucken wir mal, was wir davon alles uns leisten können. Beziehungsweise, was wir davon alles zurücktraden können. So, Alex, los geht's. Erstmal hier nach oben klettern. Und nochmal diese anderen Teile sammeln. Wenn wir sie nicht brauchen, dann lassen wir sie zumindest im Haus zurück. Dann sind sie ein bisschen zugänglicher, falls ich nochmal zurückkehre. Schwupp. Und ab nach unten mit dir. Da würde ich auch gerne nach oben kommen.
Ja, ich habe Metz für deinen Vater. Zack, zack. Was kannst du mir dafür geben? Ja, das ist eine gute Frage. Wasser finde ich ganz toll. Ich finde auch die Filter hier super geil. Er findet es immer noch beeindruckend, das ist toll. Ja, so Medikamente sind ihm echt viel wert. Das ist doch top. Okay, das war dann zu viel, aber ich kann mir 2 Konserven holen. Vegetables könnte ich mir holen. Ja, das behalte ich mal lieber. Dann verzichte ich vielleicht lieber auf eine Konserve. Und hole mir nochmal hier ein paar Parts. Das sieht doch gut aus, oder? Jetzt kannst du deinem Vater helfen. Und wir alle freuen uns. Der Typ ist leider klug. Was ist da los? Das ist der Vater? Oder ist das wieder eine Ratte? Ne, der Vater schläft jetzt in einem anderen Bett. This our place, Liefer. Ich weiß. Bleib mal cool, Mann. Verstecken wir uns mal. Jetzt ist er sauer auf mich. Hallo, ich hab grad... Ich hab dir gerade das Leben gerettet wahrscheinlich. Oder deinem Vater das Leben gerettet. Ich könnte den Typ natürlich auch angreifen, ne? Der scheint da irgendwie echt stur stehen bleiben zu wollen. Ich glaube, ich komme da nur rein, indem ich entweder durchrenne oder ihn angreife. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich hier hochklettern? Das sieht... Ja, geil, super. Das erklärt einiges. So kommt man also in diese Hütte rein. Ah, wieder die Qual der Wahl. Wir nehmen erstmal wieder so viel es geht an Parts mit. Gehen jetzt hier ein Stückchen weiter. Ah, ich bräuchte eine Säge, um mich hier weiter durchzuschlagen. Oh, Junge, Junge, ey. Hier haben wir aber wirklich gerade... Jackpot gezogen mal wieder. Was ist hier denn los? Ist da noch? Ach, ein offenes Fenster. Okay. Ja, da ist die Autowerkstatt. Mehr kann ich jetzt hier eigentlich auch nicht mitnehmen. Ich glaube, ich habe noch einen Holzslot frei. Ja. Also ein Stück Holz geht noch. Jetzt weiß ich auch leider nicht mehr, was ich für den Käfig brauchte, aber ich habe das Gefühl, das Holz könnte ich gut gebrauchen. 2 Holz werden nicht reichen, oder? Egal. Ganz im Ernst, das sehen wir dann. Jetzt klettern wir erstmal hier runter. Und rennen jetzt erstmal davon. Schauen wir mal weiter. Ja, ich denke, dass wir an dieser Stelle auch diese Folge eine Folge sein lassen können. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und mit Anbruch des 20. Tages werden wir jetzt erstmal wieder schauen, ob wir überfallen worden sind oder nicht. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Na komm. Ja, wie immer, zum Abschluss jeder Folge, also wenn ich die Folge bin, werden wir überfallen. Und wir sehen, wir konnten sie tatsächlich abwehren, mussten 5 Munition verbrauchen, aber keiner wurde verletzt, also alles gut gelaufen. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute.